Ja, liebe Leute, wir haben heute mal wieder eine schöne Trainingseinheit für euch aufgezeichnet. Viel Spaß dabei und bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Fingerschmiede, dem Torwartkanal für den Amateurbereich. Wir quatschen jede Woche Sonntag um 18 Uhr über ganz, ganz viele verschiedene Torwartthemen. Ja, und heute haben wir mal wieder eine schöne Trainingseinheit für euch aufgezeichnet. Es ging ja schwerpunktmäßig so ein bisschen um den flachen Abdruck gegen ein Gummiband, das Ganze so ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ja, wir sind im Prinzip mit einer einfachen Aufwärmübung gestartet, was man hier sehr schön sieht. Einmal durch diese farblichen Ringe, am Anfang ganz normal durch, ohne große Vorgabe. Das heißt, pro Ring ein Kontakt, ist ein bisschen koordinativer Anspruch dabei und ein bisschen am Ende das normale Fangbreak, also Fang, Brust, hohe Bälle. Training gehen die aber, ne? Ja. Ich finde, die haben sich jetzt auch besser gemacht. Ja, du musst die entwickeln oft den Griff erst nach dem Waschen, ne? Nach dem ersten Spiel, nach dem Waschen. Und die anderen, diese andere Marke, die ist ganz, ganz schlecht, ne? Ich finde sie gut. Ja. Bis jetzt, beide Spiele fand ich immer gut. Das ist gut. Haben sie auch noch nicht. Nein, die sind auch ganz, ganz klein. Wir haben das dann später noch ein bisschen umgemodelt, haben so ein bisschen einen kleinen kognitiven Teil noch mit reingenommen, der da hieß, dass ich einfach gesagt habe, er soll in die Ringe eben anspringen oder in die Ringe reinspringen, die ich ihm vorher farblich genannt habe. So hat man so einen kleinen kognitiven Anteil noch mit drin, so ein bisschen Abwechslung mit drin, was eigentlich auch mal ganz, ganz cool ankommt. Ja, wir sind dann quasi einmal in die nächste Station gegangen, die da hieß einfach Sprünge über die Hürden, die da standen. Kein Hexenwerk, einfach im Schlusssprung, also beidbeinig rüber. In der ersten Variante dann später einbeinig links, einbeinig rechts rüber. Ist ein bisschen Sprungkraftübung mit eingebaut, ist auch mal ein sehr guter Start. Oder ich nutze es immer als Start in die Trainingseinheit, um einfach auch ein Stück weit warm zu werden. Im Sprungbereich, im Sprunggelenk, im Oberschenkel ist das immer auch ganz gut. Am Ende kommt dann immer wieder der Schuss aus der Hand geschossen, ungefähr brusthoch auf den Mann. Ja, wir haben dann noch einen kleineren, weiteren Teil Aufwärmrennen gehabt, auch wieder so ein bisschen kognitiv, der da hieß, ich habe ihm dem Erik eine Farbe angesagt und diese Farbe hat er denn genommen und musste denn mit dem jeweiligen Fuß den Ball eben zurückspielen, was man hier ganz schön sieht, wenn ich gelb gesagt habe, eben mit links und wenn ich blau gesagt habe, dementsprechend eben mit rechts den Ball zurückspielen. Ist relativ anstrengend, wenn man es eine Zeit lang macht. Wir haben jetzt nicht alles abgefilmt, aber ist auch eine Übung, um ziemlich schnell, ziemlich warm zu werden, ist gar nicht so unanstrengend. Und natürlich auch so ein bisschen Kopfsache dabei, ein bisschen kognitiv, um da, ich sag mal, die Birne auch so ein bisschen am Leben zu erhalten. Ja, was wir dann immer noch zwischendurch gerne machen oder ich gerne mache, sind so ein paar Stabi-Übungen. Also Kraftübungen sieht man hier, ist so ein Klassiker, dass man einfach die Bälle auf die eine Hand anwirft und er halt durch die andere Hand quasi, durch die noch stehende Hand im Liegestützposition zurückwirft.
oder den anderen Arm zurückwirft, ist für den Rumpfbereich, für die Kräftigung des Rumpfbereiches primär gedacht. Also Bauchbereich, unterer Bauchbereich, Rückenbereich, da bekommt man dann nach einer Zeit so ein bisschen Power rein, so ein bisschen anstrengend ist das auf jeden Fall. Und ja, durch das Zuwerfen des Balles hat man immer wieder so eine, auch eine Austarierung, einen Ausgleich des, des eigenen Körpergewichts. Das mache ich eigentlich auch immer ganz gerne. Dazu dann noch eine Sache, die, die ihr sicherlich schon kennt, Unterarmstütz mal so ein bisschen anders. Ich habe mal den Erik gebeten, in Unterarmstütz zu gehen, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Habe ich mich dann oben drauf quasi nochmal drauf gestützt, habe oben drauf Liegestütze gemacht. Dabei muss man ganz klar aufpassen, dass A, die Jungs eine gewisse oder die Mädchen eine gewisse Stabilität in dieser Übung schon drin haben und B, dass sie eben auch das auch halten können. Ja? Und für mich als derjenige, der oben drauf ist, ist wichtig, dass man oben zwischen den Schulterblättern und dann nicht in der Kuhle quasi ansetzt, sondern eben hinten auf dem Gesäß ansetzt. Sonst würde man den in einem falschen Bereich runterdrücken. Das wäre sehr, sehr kontraproduktiv. Das wäre sogar ungesund. Also da wirklich aufpassen. Ja, letzte Übung zum, zum Thema Stabilität war hier diese Pistol Squats. Die sehr anstrengend sind, das sieht man hier auch bei Erik, der hat die noch nicht ganz so oft gemacht, die hauen schon ordentlich rein, war lustig auf jeden Fall, aber gehört auch dazu beim Torwarttraining, dass man auch mal ein bisschen über sich selber lacht, aber auch die sind sehr super effektiv, was die Oberschenkelmuskulatur angeht und sollte man auf jeden Fall hier und da mal einbauen, auch wenn es dann relativ hart ist. Ja, wir sind dann in die Hauptteilübung reingegangen, wo es dann eben, wie eben schon gesagt, hauptsächlich um den flachen Abdruck ging. Was man hier sieht, ist, dass der Erik sich vor dem Tor positioniert, so ein bisschen eingedreht und auf ein Hep, auf ein akustisches Zeichen von mir eben die Position sofort anpasst, den Schuss zentral auf den Mann bekommt und eben dann auch, wenn er den Schuss festhält, ist die Aktion vorbei, also etwas spielnah. Und wenn er den Schuss eben abblockt oder abklatschen lässt zur Seite oder nach vorne, dann kommt nochmal der, der Schuss in die Ecke. Und das haben wir eben in verschiedenen Variationen durchgespielt. Das könnt ihr gleich mal anschauen. Wir drehen das nachher auch mal, dass erst der flache Schuss in die Ecke kommt. Und wenn der festgehalten wird, ist die Aktion vorbei oder auch andersrum. Also das haben wir so ein bisschen variiert an der Stelle, um da so ein bisschen mehr Abwechslung reinzubekommen. Das jetzt rutscht immer hoch. Da musst du, wenn dann Stutzen überziehen. Ja. Ja, in der zweiten Hauptteilübung haben wir das im Prinzip noch ein bisschen erweitert um einen kognitiven Teil. Und zwar liegen drei Ringe vor Erik in verschiedenen Farben und diese Ringe musste er auf Kommando von mir eben
mit dem Fuß einmal berühren, entweder ein, zwei oder alle drei, je nach Kombination, Farbkombination auch in der Reihenfolge, also bei Rot, Gelb, Blau musst du ja Rot, Gelb, Blau auch in der Reihenfolge einmal mit dem Fuß antippen, dann sofortige Positionsanpassung, Schuss aufs Tor und Ablauf wie eben, wenn er die festgehalten hat, dann ist die Aktion vorbei, hat er klatschen lassen, gab es noch einen hinterher. Grün-Rot! Reagier auf den Ball. Rot! Sehr gut. Gelb, grün, rot? Rot. Okay. Hoch. Grün. Hoch, hoch, hoch. Nicht zu früh runtergehen, bleib oben, bleib stabil. Dann reagierst du auf den Ball. Rot-Grün. Komm. Hoch. Gut. Gelb-Rot-Grün. Oh, komm. Sehr gut. Rot-Gelb-Grün. Ja. Rot! Kopf! Gelb-Rot! Ja. Ah, komm, 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 komm! Ja. Ah, der tat weh, scheiße. Es geht. War zumindest so einer. Lehrgang, das ist immer noch dick. Ja. Gelb, rot, grün. Grün. Ja, liebe Leute, das war's zu der heutigen Trainingseinheit und super geil, dass du wieder hier warst und dir das hier angeschaut hast in der Fängerschmiede. Wir würden uns super freuen, wenn du das nächste Woche Sonntag auch wieder tust. Hast du noch irgendwelche Fragen? Wenn das der Fall ist, dann gerne in die Kommentare unten rein. Wenn du diesen Kanal noch nicht kennst, noch nie gesehen hast, dann würden wir uns auch gerne über ein Abo freuen und ein Like oder beides. Ansonsten wünschen wir dir noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.